Hallo und einen ganz schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist der 15. November. Bei mir auf der Uhr ist es genau 7:45. Wir stehen in der Fekhalle in Leeuwarden und wir sind live. Aber das sollte ich nicht zu oft sagen, denn davon werde ich unheimlich nervös. Auf jeden Fall ist es Domino Day bei RTL, was bedeutet, dass Sie zu Hause 2,5 Stunden lang entspannt ein Mordspektakel genießen können, während wir hier in der Halle ungefähr reif sind für eine Großpackung Valium. 4 Millionen kleine 8 Gramm leichte Dominosteinchen können im Zweifelsfall die mühselige Arbeit von 89 aufbauen gründlich zunichte machen, denn eine falsche Bewegung, ein Moment von Unaufmerksamkeit und alles ist im Eimer. Mein Ohrring, der in ein Feld segelt, könnte eine internationale Katastrophe verursachen. Aber lassen Sie uns positiv bleiben. Wir versuchen heute Abend zum 5. Mal einen neuen Weltrekord aufzustellen. Der heutige Rekord liegt bei 3.540.562 Steinen. Also können Sie sich selbst ausrechnen, dass bei 4 Millionen aufgebauten Steinen der Spielraum nicht besonders groß ist. Unter dem Motto Expressions for Millions wurden hier auf der Größe eines Fußballfeldes 51 Projekte realisiert. Eins noch schöner als das andere. Das finale Projekt Expressions besteht sogar aus über 1 Million Steinen und ist damit das größte, das wir je hatten. Wenn das stehen bleibt, dann können wir uns den Rekord von der Backe putzen und RTL kann einen Film senden. Aber vorläufig steht noch alles so, wie es stehen soll, nämlich gerade und aufrecht. Gucken Sie sich das mal eben an. Es gibt richtige Prachtexemplare, wie zum Beispiel hier das Taj Mahal, bestehend aus fast 125.000 Steinen. Täuschend echt. Sie sehen sogar die Spiegelung im Wasser. Die Aztekenpyramide, ganz aus Gold mit 160.000 Steinen, insgesamt 5 Meter hoch. Im Projekt Mäuse wird hoffentlich so richtig die Post abgehen. 17 Mäuse kommen aus allen Richtungen und landen in einem Feld mit lauter Mausefallen. Und in dem Projekt Könige befindet sich eine Art Kartenhaus, fast 6 Meter lang und frei nach dem Motto, ja, ein bisschen Spannung muss sein. Wir tun übrigens auch noch was für die Erweiterung Ihres Sprachschatzes, denn alle Projekte sind die Verbildlichung von internationalen Sprichwörtern. Seit 7:30 heute Abend sind die Aufbauer dabei, die allerletzten Steine auf eine riesen Waagschale zu stellen, da hinter mir. Und durch das Gewicht des allerletzten Steines senkt sich dann die Schale, wodurch auf der anderen Seite der erste Stein angestoßen wird. Wir haben für Sie, meine Damen und Herren, als Warming-up die allerschönsten und heikelsten Momente, die Ups und Downs sozusagen, von 4 Jahren Domino Day zusammengefasst. Das Domino-Vorspiel sozusagen. Viel Spaß. Erinnern Sie sich an die Premiere? Und 5 Wochen später standen 2,25 Millionen Steine bereit, umgeworfen zu werden. Und damit beginnt sie die Jagd nach dem Weltrekord. Aber schnell zeigte sich, aller Anfang ist schwer. Da bleibt's hängen, da bleibt's hängen. 1998 sollte als Jahr der Pannen in Erinnerung bleiben. Oh, das war knapp vorbei. Das war ganz knapp vorbei. Was fallen sollte, blieb stehen. Was stehen sollte, viel, viel zu früh. Und immer wieder geht die Sonne auf. Da ist er. Richtig. Abgerechnet wird zum Schluss. Trotz aller Pannen hieß es schließlich, was lange fällt, wird endlich gut. Ein Jahr danach. Neues Motto, neue Halle, neues Glück. 2,5 Millionen Steine wollten gekippt werden. Und Star-Illusionist Hans Klock gab den Impuls. Kleinen Moment lang habe ich gedacht, das wäre Dieter Bohlen, aber er war es nicht. Nein, es war Hans Klock. Er sieht aus wie der Dämon und spricht wie Rudi Carrell. Ein Glücksbringer. 1999 lief alles wie am Schnürchen. Modernste Technik setzte den Euro in Szene. Und 10 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer fiel sie ein weiteres Mal in Soldlaren. Menschen sind auf große Videokassetten geklebt worden, die sollen dann aneinander sich näher. Jetzt laufen sie aufeinander zu und jetzt fällt diese Mauer. Hier fällt zusammen, was zusammengefaltet gehört.
Aber jetzt gibt es ein Problem. Der Ball, er kommt nicht. Um Himmels Willen, Deutschland gegen Holland fällt aus. Der Ball, Sie sehen ihn, er bleibt in der Liegestange, ja. Bleibt liegen. Das Projekt wird nicht ausgelöst. 0:0 heißt das auch. Nicht sehen. Ach, schade. Ganz ohne Panne wäre es ja auch zu einfach. Dennoch, 1999 fielen fast 99% der Steine. Der bislang perfekteste Domino Day. Das rief die Asiaten auf den Plan und 2000 war er futsch, der schöne Weltrekord. Lionel Richie blies zur neuerlichen Attacke und brachte den Stein ins Rollen. Der Domino Day 2000 geizte nicht mit spektakulären Effekten. Menschentiere-Sensationen. In einem Finale Furioso holte man sich die Domino-Krone zurück. Jawohl. Und jetzt kommt die Spinne. Was ist das denn? Wir haben ein neues Weltrekord. Aber nicht lange. Und wie? Die 3-Millionen-Grenze war geknackt. Eine größere Halle musste her. Kylie Minogue war diesmal der Auslöser der gigantischsten Kettenreaktion der Welt. Die obligate Panne durfte wie immer nicht fehlen. Da hat nicht alles funktioniert. Das ist Ding. Aber wen stört das schon, wenn am Ende der, naja, schon fast obligate Weltrekord steht? Und genau so wollen wir das heute Abend auch sehen, dass Robin auf den Schultern seines Teams sitzt. Was sind heute Abend die Stolpersteine, Robin? Wo wird es richtig gefährlich? Wir haben hier die Pyramide aufgestellt mit 160.000 Dominosteine und die steht auf ein ganzes Holzgerüst. Das ist schon dreimal eingestürzt, oder? Genau, und mit der Hitze hier, kann was da passieren, werden? Nur ein Stein kippt und alles geht ab. Ja. So. Die Aorta, die normalerweise immer so die Sicherheit ist, ist auch etwas gefährlicher geworden. Da hast du diese kleine Klappzäunchen da angebaut. Warum eigentlich? Ja, wir haben hier richtig wenig Platz. Ja. Alle Dominosteine stehen so nah dran, dass wir keine gute Kurve machen können. Und daher haben wir die Klappzäunchen, die Richtung Umkehr von den Dominosteinen, auf wenig Platz. Und wenn das nicht funktioniert, dann stoppt die Aorta. Das stimmt. Und wir haben 1000 von diesen Dingen in die Aorta aufgebaut. Die würde ich sagen. Ja. Das Townprojekt, das Stadtprojekt, das ist auch ziemlich gefährlich. Das ist 5-mal runtergekommen. Stimmt. Auch ein Problemkind. Ein Problemkind und mit der Karre, die da entgegen der Bauer ist mit Wand der Karre gegangen. Da und reingefahren. Genau, und die ist nach unten gestürzt, ganz auf Neues angefangen. Ja, aber jetzt steht's. Jetzt steht es. Ja. Bei der Pyramide gibt es übrigens einen ganz schwierigen Rübergang zum nächsten Projekt, zum Icarus-Projekt. Da gibt es keine Aorta, wieso nicht? Das stimmt, wir haben da einen Kamerapfad und das müssen wir überbrücken. Und das machen wir. Ist ein Gang für die Kameraleute. Und da geht ein Turm von 6 Meter hoch unterdurch. Ein Faden, der Faden wird durch den Dominostein angezogen und an anderer Seite kippen die Dominosteine dann wieder durch den Faden wieder durch.
hoffen wir. Das hoffen wir, ja. Warum doch immer diese technischen Kapriolen? Warum machst du es dir selbst so schwer? Wir suchen die Grenze von Domino und das ist mehr Spaß mit solchen Kapriolen als ohne. Nur diese große Fläche, dann wird es visuell ein bisschen langweiliger. Ja, natürlich. Das stimmt. Okay, Robin, wir drücken dir natürlich die Daumen. Es wird ganz spannend in ein paar Minuten. Dann ist es soweit. Die Bauer, die werden gleich die allerletzten Steine da auf die Waage stellen. Ich wünsche dir toi 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 und wir sprechen uns bestimmt später. Danke. Danke, bis später. Robin. Okay. Zu den festen Zutaten des Domino Days gehören neben Robin und meiner Wenigkeit natürlich auch unsere zwei unverbesserlichen Kommentatoren. Wolfram Kohns und Uli Potowski. Seid ihr da oben? Erstaunlicherweise ja, sind wir hallo. Da. Ja, hallo. Ich doch mal eben. Hallo. Wir sprechen nun später. Wir machen in der Zwischenzeit ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da. Und dann werden sie mengenweise fallen, die Dominosteine. Bis gleich. Und nach dem Domino Day sehen Sie weitere Weltrekorde. Die prickelndste Kettenreaktion. Die wahrscheinlich Domino Day bei RTL. Wir sind live in Leeuwarden und kurz vor dem großen Moment. Gleich ist hier der Domino-Teufel los und jetzt kann ich noch in Ruhe mit meinen zwei Lieblingskollegen Uli Potowski und Wolfram Kohns quatschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr werdet jedes Jahr schöner. Du hast das deutsche Sprichwort gelernt, außen hui in fui, weil es heute um Sprichwörter geht, oder? Na, wie sieht so schick aus heute? Ich möchte da keinen Kommentar zu abgeben. Okay, okay, okay. Wie findet ihr eigentlich Nick Carter? Links außen von Manchester United. Nicht ganz. Ich muss sagen, ich war dabei, als die Backstreet Boys geboren wurden. Entdeckt kann ich nicht, aber wir hatten ihn bei Punkt 6. Nein, wir hatten ihn Punkt 6. Bei uns in der Morning Show hatten wir Backstreet Boys als allererste in Deutschland. Und das war damals wirklich ein tolles Erlebnis, die bei uns zu haben. Kurz danach kamen dann noch die Spice Girls. Und es ist toll zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Ich meine, da war er ja noch viel jünger. Da ist er inzwischen ein richtiger Mann geworden. 22. Aber in Ernst, kennst du ihn? Ja, ich habe eine Tochter, die 19 Jahre alt ist. Und die hat natürlich all diese Poster aufgehängt. Ich habe sie abgerissen, runtergenommen, habe gesagt, das gibt's nicht. Das ist natürlich nicht wahr. Also sie ist damit groß geworden und ich automatisch dachte, du warst da, glaube ich, auch mal in so einer Boygroup. Aber ich glaube, das war noch die Comedian, Harmonists waren es, glaube ich, bei dir noch. Nee, ich habe mit Freddie Quinn zusammen, also, Tony Marshall. Das war wirklich? Ein Groß. Nein, natürlich nicht. Aber, das kann doch sein. Ja, kann wirklich vielleicht sein. Altersmäßig kommt's hin, ja. Denkst du eigentlich, Uli, dass wir das bis in den Rentenalter noch machen, diese Sendung? Dass wir vielleicht in 25 Jahren noch hier sitzen und Domino anmoderieren? Also Linda, es gibt bei uns schon mal einen gewaltigen Altersunterschied. Also ich kann es mit euch zusammen nicht schaffen. Aber ich glaube, dass... Das liegt natürlich ein bisschen an Robin, ob der immer weitermacht, immer wieder die Grenzen... Aber ich glaube, es gibt immer noch ein paar Dinge, die man anders machen kann. Und deswegen hoffe ich ja auch ein wenig darauf, dass es mal schief geht. Damit Robin dann nochmal völlig neu gefordert. Aber diese Halle wird natürlich zu klein. Also jetzt passt es noch rein, 4 Millionen. Arena auf Schalke empfehle ich. Das ist, glaube ich, das, was Uli Potowski, vor allem das Schöne ist, ja, wenn man das in der Arena auf Schalke aufbauen würde, auf diesem rollbaren Rasen, da brauchst du nur einmal die einem Rutsch, ist der Domino in 10 Sekunden gelaufen. Ja. Aber auf jeden Fall müssen wir dann, wenn wir 5 Millionen Steine aufbauen möchten, nach Deutschland umziehen. Da gibt es ein bisschen mehr Raum. Ne? Ach, vielleicht gibt es da wirklich noch mal ganz andere Ideen. Ich glaube, der Robin hat schon mal darüber nachgedacht, das sogar per Satellit zu machen, dass ein Signal über den Ozean geschickt wird. Ja, Europa. Und oder sogar rüber nach Amerika und auf der anderen Seite läuft es weiter. So als Wettkampf, also, da können noch Dinge passieren. Ich glaube, die können wir uns jetzt in diesem Moment gar nicht ausdenken. Ich kann mich immer gerne daran zurückerinnern, als wir das erste Mal zusammen waren und alle haben auch gesagt, das ist verrückt, das guckt sich keiner an und jetzt sind so viele Länder schon dabei. Okay, auf jeden Fall toi 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 beim Kommentieren von Domino Day 2002. Wenn irgendwas richtig schief geht, dann haben wir früh frei heute Abend. Das sind wir schon. Ihr geht jetzt bitte in eure Sprecherkabine. Danke, toi 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 und vielen Dank. Tschüss, Uli.